Herzlich willkommen zu Sims 4 mit Bionalu. Ich habe für euch eine neue Familie erstellt und will sie auch gleich mal vorstellen. Aber bevor ich das mache, schicke ich sie alle mal nach drin. So. Was wollte ich denn? Aktion? Genau. Ihr geht jetzt mal bitte rein. Ich habe in Del Sol Valley gerade ein Haus gekauft für eine Familie, die ein bisschen schräg ist. Was genau daran komisch ist, werdet ihr gleich sehen. So, kann man die nicht auch rufen? Nö. Dann fange ich einfach mal an. Das hier unten ist Rada die Rote. Das ist die Hauskatze der Familie. Nicht weiter interessant. Das hier ist die Mutter der Familie. Salatina Regenbogen. Das ist ein ziemlich verrückter Sim, den habe ich über eine Geschichte erstellt. Und das Witzige ist, sie ist Schauspielerin. Schon Level 2. Damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Aber gut. Oh, sie kann backen und Charisma-Fähigkeit hat sie auch. Sehr schön. Dann haben wir hier ihren ältesten. Ihren ältesten Sohn. Komm mal hierher. So. Dieser junge Mann ist ein Teenager. Mal sehen, woran man das hier sieht. Ja klar, er hat Hausaufgaben dabei. An sich kann er noch gar nichts. Ich guck mal kurz. Seine Eigenschaften sind fröhlich, Spinner und schneller Lerner. Weil er gerne ein Renaissance-Sim werden will. Also ich denke, das ist so der schlaue Sohn der Familie. Sie hier heißt Apricot Regenbogen. Sie ist ihrer Mutter sehr ähnlich. Sie ist auch ein Teenager. Und sie möchte in einer grünen Gegend wohnen und umweltfreundlich leben. Sie liebt die Natur und ist Sammlerin. Ich habe jetzt einfach mal Naturbestreben gegeben. Ihre Mutter hingegen ist ja eine Schauspielerin. Sie ist familienbewusst, kindisch und eine Chaotin. Außerdem Computerfreak? Das passt aber nicht. Sie ist ja Schauspielerin. Ich gebe ihr mal ein Bestreben, was dazu irgendwie passt. Könnte man denn nehmen? Ja, sie möchte ein Star werden. Das passt dann zum Job. Und das hier. Dieser sympathisch wirkende Kerl ist der Vater. Das ist ein Vampir. Und er möchte wirklich gemeine Interaktionen machen. Das liegt daran, er wird kein guter Vampir werden. Das heißt, er lädt sich Leute ein und wird sie wahrscheinlich austrinken. Und jobtechnisch suchen wir ihm jetzt mal was Passendes. Denn er soll ein richtiger Bösewicht werden. Damit passt er zwar nicht so richtig in die Familie, aber ich finde es schön, diese Vorstellung zu haben, einen Vater im Keller leben zu haben, der sich da seine Geiseln hält oder Leute einfach austrinkt. Mal gucken, konnte man hier Schurke werden? Hier. Er wird ein Schurke. Oder ein Verbrecher. Oh ja, Verbrecher. Was? Ja, er wird Verbrecher, Boss. Das wird ein gemeiner Vampir. Dieses Grundstück hier ist noch ohne Möbel. Als allererstes werde ich dem Vater mal im Keller was einrichten.
Denn Herr Papi wird sich in den Keller zurückziehen für seine gemeine Interaktion. Das hier ist die Nachbarschaft. Wie gesagt, wir sind in der reichen Gegend. Ich hoffe, das Grundstück reicht für alle Sims. Wir haben zwar ein bisschen Geld, aber auch nicht besonders viel. Und deswegen fange ich mal direkt an, die Hütte umzubauen. Sein Apartment wird unten sein. Und wie macht man das am besten? Er muss eine Treppe nach unten haben, vielleicht hier an der Seite direkt. Mal gucken, ob ich es hinbekomme. Wir nehmen mal dunkle Stufen. Hat nicht so gut geklappt. Ja, ist immer ein bisschen probieren, ne? Man sieht das nicht so gut mit den Leitern. Ich weiß nicht, ob da jemand anders noch einen Tipp hat. Sehr gut. Hier geht es dann nach unten. Aber Treppengeländer brauchen wir nicht und eigentlich brauchen wir auch diese Abschirmung hier nicht. So. Hier ist vermute ich mal das Bad. Da machen wir gleich mal zwei Bäder draus. Dann bekommst du von allem erstmal das Billigste. Immerhin möchten wir ja, dass sie mit dem Geld erstmal zurechtkommen. Das Waschbecken stelle ich nach draußen, einfach aus dem Grund, ihr werdet es ja schon wissen, die Sims brauchen ewig im Bad. Und wenn sie wenigstens schon alles erledigt haben. So. Obwohl, wir können ja auch die tollen Türen nehmen für den ökologischen Fußabdruck. Ja, wir nehmen mal die neuen Sachen. Das senkt die Kosten. Was auch immer das sein soll. Das ist schön. Okay. Wir nehmen mal die kostensenkenden Objekte. Ich fand die Idee ganz gut, dass man durch eine Tür auch Geld sparen kann. So. Eine Schiebetür. Die ist groß. Die passt nicht in die Mitte. Passt nicht in die Mitte. Passt noch nicht. Muss ich das wohl doch austauschen, wa? Schade, ich fand es eigentlich ganz schön. Ach, das Ding hat ein Problem mit der Treppe. Verstehe. Wir können auch sagen, wir verstecken hier vorne die Mülltonne, oder? Ja, wir richten da noch ein Bad ein. Ein Arbeitsraum. Na, mal schauen. Irgendwas fällt mir da schon ein. Der Steinboden hier ist so schön.
Steinbruch. So, das ist doch mal ein Eingangsweg, oder? Na gut, das ist nicht perfekt, aber wir stellen hier einfach den Briefkasten hin. Dann geht das schon. Wie merkwürdig aus. Okay, das ist dann wohl der Eingangsplatz. Das sieht in der Terrasse aus, aber da wir sie nicht brauchen. Hier hinten können wir einen großen Garten einrichten, das ist schön. Das freut mich wirklich sehr. Sehr schön, der Eingangsbereich. Der kann dunkel bleiben, da habe ich nichts gegen, aber das... Ja, ist ein bisschen schöner. Okay. Aha, okay, die Tür ist nach hinten versetzt. Das können wir ja auch noch ein bisschen ändern, ne? Da bekommen wir noch eine andere Treppe. Irgendwas Dunkles, sowas vielleicht. So. Reicht doch, oder? Ist das hier vermutlich Küche, Wohnzimmer. Hier kommen ja die Bäder rein. Da bin ich ja irgendwie abgestürzt. Tja, was nehmen wir, was nehmen wir? Wie gesagt, erstmal die billigsten Sachen. Zwei Toiletten, wir haben ein Waschbecken. Hygiene 5. Hygiene 6. Die ist so hässlich. Nehme ich erstmal die. Okay, Duschen, Waschbecken. Das ist in Ordnung. Und die Türen natürlich. Aus unserem Ökopack. Hallo, wo bist du? Denn wenn wir schon die Möglichkeit haben. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, hier ein bisschen Geld zu sparen, indem wir hier einfach eine Tür einbauen, ja, dann wären wir ja verrückt, wenn wir es nicht machen. Weil ich die jetzt nicht so mega schön finde. So. Das ist vermutlich eins der Schlafzimmer. Die Kinder brauchen Schlafzimmer. Die brauchen Wohnzimmer. Wir können den beiden ja erstmal ganz kleine Zimmer geben, oder? Das Haus nur ein ganz bisschen erweitern.